Heute schaue ich mir den Srixen Cooster Tour Divide Golfball an. Im Schritt 1 markiere ich die Unwucht der Golfbälle. Dafür habe ich diesen Checkgo Pro. Ich packe die Golfbälle rein. Dann werden die über den Teller in Rotation versetzt. Und die größte Unwucht zieht sich nach außen. Und dann gehe ich mit dem Stift seitlich rein. Ich habe hier eine kleine Leuchte. Wenn die aufhört zu leuchten, ist es soweit. Und dann habe ich die größte Unwucht markiert. Und genau in der Linie werde ich die gleich aufschneiden. Dass man hier kurz sieht mit den entsprechenden Rille. Und das mache ich noch mit zwei weiteren Golfbällen. Ja, ist witzig, die zwei Farben. Oben sehe ich relativ viel Rot. Denn natürlich ist die... Denn eins ist auch klar, die Farbe ist natürlich zufällig auf dem Ball. Ja, hier sieht man auch sehr gut den Streifen. Und der dritte. Die drei Golfbälle kommen aus drei verschiedenen Packungen und ich bin gespannt, wie die innen aussehen. Ja, auch hier eine eindeutige Linie, die wir haben. Drei Golfbälle, dreimal markiert und dann schauen wir, wie die von innen aussehen. Und ja, weiß innen drin. Zweite Schicht. Gelb, genau wie die helle Außenschicht und dann das Blau hier als Urethanschale, ist eine 50-50 geteilte Schale. Und bei dem sieht das auch sehr gleichmäßig aus. Der Srixen Cooster Tour ist von der Kompression her eher ein sehr weicher Ball. Auch Ball Nummer 2 sieht sehr gut aus, sehr gleichförmig. Schale in beiden Bereichen. Nicht groß abweichend von beiden Seiten. Das täuscht natürlich durch die Zweifarbigkeit von dem Orangen und dem Gelben. Aber wenn man das genau sieht, passt das. Auch bei dem alles gleichmäßig. Guter Ball. Weiche Kompression, Urethanschale für viel Spin, High-Performance-Golfball. Passt.